13. August 2020. Bo beschließt, einen weiteren Schritt zu machen, um die Freundschaft zu Leonie wieder zu kitten, und ist froh, als die auf ihre Überraschung eingeht. Doch der geplante Fahrradausflug läuft alles andere als rund und den beiden fällt nichts Besseres ein, als sich zu betrinken. Ihre Laune steigt zwar mit jedem Glas, doch als sie feststellen, dass eines der Fahrräder einen Platten hat, ist die Luft ziemlich schnell wieder raus. Bo hofft weiter, dass ihre Freundschaft irgendwann wieder so wie früher wird, während Leonie sich da mittlerweile keine Illusionen mehr macht. 14. August 2020. Maike und Jan haben bereits am Morgen alle Hände voll mit den Vorbereitungen für ihre Eröffnungsfeier am Abend zu tun. Als Sophia überraschend vorbeikommt und ein Tiramisu als Geschenk mitbringt, fordert sie gleich alle auf, eine Pause zu machen und etwas zu essen. Der Stress steht ihnen ins Gesicht geschrieben, doch es dauert nicht lange und Maike und Jan merken, dass mit ihren Mägen etwas nicht stimmt. Der Reihe nach wird ihnen schlecht und sie rennen nacheinander zur Toilette. Als Judith zu Hilfe eilt, vermutet sie, dass es sich um eine Lebensmittelvergiftung handelt.